Ja, servus und herzlich willkommen zum 4000 Abo Spezial. Ja, die 4000 haben wir mittlerweile erreicht, Donnerwetter, ne? Soll man gar nicht meinen, wie schnell das ging. Ja, eigentlich war zu 4000 nichts geplant, ich habe es dann aber doch ein bisschen überworfen und habe gesagt, ich mache zu 4000 was und dann wird es zu 5000. Wir machen aber jetzt nicht eine Tausenderstunde weiter, sondern nach den 5000 kommt dann erst bei 10.000 wieder was, definitiv. Geplant ist für heute Abo Spezial. Ich habe die Schlepper ja schon vorgestellt, drei davon, bleibt noch eine übrig, den machen wir heute. Für 5000 kann ich euch schon vorankündigen, das wird eine Roomtour, das haben wir letztens im Livestream ausgemacht. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit und über Discord und das machen wir dann da. Ja, jetzt sind wir aber bei den 4000 und ich mache die Schleppervorstellung vom Krame K15, KA15. Fangen wir doch gleich mal an. Den Schlepper habt ihr jetzt alle gesehen, ihr habt ja das Video dazu gesehen oder die Videos dazu gesehen von der Restauration, kam ja immer wieder mal was von mir. Der Schlepper ist ja komplett neu aufgebaut worden, einmal komplett gerichtet, schön mit neuen Reifen hinten und vorne. Ja, warum ist es ein K bzw. KA15? Ganz einfach, der Grund. Wir haben ja aus dem Krame K15, meinem ersten Schlepper, wer sich erinnern kann an die Märzvideos letzten Jahres, und einem gekauften KA15 einen Schlepper gebaut. Beide Schlepper waren ja in, ich sage mal, mehr oder minder desolaten Zustand. War ja irgendwas dran zu machen, vor allem Technik. Der KA15 hatte ja Lagerschaden drauf, Hauptlager kaputt und Bläulager kaputt. Die Kompression hat auch gefehlt. Beim K15 waren die Bläulager kaputt und der Block war ja gerissen, war ja Frostschaden drauf, nicht von mir, vom Vorbesitzer verursacht. Ja, und da ist die Entscheidung dann ganz schnell gekommen, wir bauen den KA15 wieder auf, weil im Grunde genommen musste ja sagen, der Schlepper ist ja ganz praktisch, der hat ja hier zum Beispiel schon die Hydraulik hinten drauf. Das ist eine Krame Baugruppe 1 Hydraulik, Krame eigens gebaut. Ich habe jetzt hier zum Beispiel die breite Aggerschiene drauf. Normalerweise war da bloß eine schmale drin. Die schmale sitzt normal nur zwischen die Unterlenker. Die breite stammt eigentlich von einem KL300. Die habe ich mal geschenkt gekriegt, die lag jetzt noch rum. Da habe ich gesagt, dann kommt die da drauf. Schaut optisch fast noch ein Ticken besser aus, beziehungsweise die ist eigentlich ganz praktisch, da kannst du mal die Presse zum Beispiel rangieren und die verdreht sich nicht so leicht. Ja, wie gesagt, wir haben aus zwei Schleppern einen gebaut. Sind viele Teile vom K15 sind hier rüber gekommen. Zum Beispiel Sitzschale und Sitzfeder, die Sitzschwinge stammen von meinem K15. Das Lenkrad stammt vom K15. Der Hubenknopf sowieso, der ja gar kein Hubenknopf ist, ist ein Lenkradknopf, könntest du sagen. Das ganze Armaturenbrett, die Blinker, die Lichter, bis auf die hinten, diese neu. Ja, es sind sehr, sehr viele Teile übernommen worden. Hier zum Beispiel der Halter für die Handbremse vor die Anhänger, der ist hier mit hingekommen. Die Felgen vorne sind auch vom K15 gekommen, weil die anderen so kaputt waren. Ja. Dann haben wir hier am Motor natürlich einige Teile, zum Beispiel der Deckel da, der Schaulochdeckel, also das Teil, K15, die Ratschen, K15, der Ölspaltfilter vom K15, Einspritzpumpenteile vom K15 mit dabei, weil die besser waren, Blinkerschalter und. Ein ganzer Haufen Zeug. Ich sag ja, da brauche ich ja nicht viel erzählen, das habt ihr ja im Endeffekt selber alles gesehen, habt die Videos ja verfolgt. Immer wieder die, es ging vorwärts und dann kam wieder ein Rückschlag. Dann ging es wieder, dann war wieder was dazwischen. Irgendwas ist ja immer, das kennt man ja. Aber wir haben das Projekt abgeschlossen. Und ja, da steht er nun. Es freut mich, dass er jetzt hier so steht. Und jetzt sagen wir einfach mal ein paar technische Daten zu dem Schlepper. Ich werde immer wieder gefragt, der K15, KA15, wie viel PS hat er denn eigentlich? Wie es der Name schon sagt, oder wie es die Haubenaufschrift schon zeigt, hier steht es ja, Krame KA15,
Die 15 ist die PS-Leistung bei dem Schlepper. Der Schlepper hat 15 PS. Hat verbaut einen MWM KD211Z Motor. Ist ein Zweizylinder. Ein wassergekühlter Motor. Der könnte theoretisch auch 18 PS laufen. War zum Beispiel auch in Bautz verbaut, der Motor. Oder in Landschleppern. Im Hela war er mit drin. Es gab Fendt mit dem Motor. Die Krame eben. Der war relativ häufig. Das Problem bei den Motoren halt immer wassergekühlt. Und früher ist halt am Frostschutz gespart worden. Da kam da bloß reines Wasser rein, frühmorgens. Und abends kam es raus. Und bei mir war halt das Problem, es kam abends nicht raus, dann kam ein gescheiter Frost und dann war der Motor kaputt. So läuft es, dann stand der Schlepper ewig lang, dann haben wir damals 1998 den K15 gekriegt, mit großem Frostbruch drauf, haben den Frostbruch vorne zugeschweißt, das war so zugepappt mehr oder minder, kannst du sagen. Hat aber 20 Jahre dicht gehalten, muss man ganz klar dazu sagen. Die Köpfe leider in Mitleidenschaft gezogen, die haben Risse gekriegt. Sind zwar nie ausgelaufen, haben soweit funktioniert, waren aber halt auch in Mitleidenschaft gezogen. Der Schlepper war halt einfach runtergerockt. Der lief bei mir als Hofschlepper, oder wie man so schön sagt, die Hofuhre. Hatte keine Zulassung, mussten wir bloß mal einen Anhänger ziehen. Immer den Mist oder Rasenschnitt oder was man halt so gehabt hat, was auf den Misthaufen musste, das hat der Schlepper gemacht. Und das hat er recht zuverlässig gemacht. Besonders im Winter, schön klein und wendig. Optimal. Bloß irgendwann hast du halt dann doch gemerkt, ich meine 20 Jahre ist er gelaufen. Immer schlechter geworden, die Kompression war weg. Der Motor ist schlechter geworden, ganz klar. Ich meine, was erwartet man, der Motor ist Baujahr 55. Der war halt einfach fertig, da ist nie was groß dran gemacht worden. Und das hast du gemerkt. Ja, dann entstand ja im März die Idee, man könnte sich ja einen Motor holen, dann baut man K15 wieder auf. Dann habe ich Motoren gesucht, dann habe ich Blöcke gesucht, ich habe Zylinderköpfe gesucht. Ja, da was zu finden und dann auch noch im bezahlbaren Rahmen. Das ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Wirklich wahr. Das habe ich dann schon irgendwann fast aufgegeben gehabt, bis dann mein TÜV-Prüfer kam und dann sagte, nur ein KA15 müsste auch noch stehen. So, dann hat er mal gehabt. Dann bin ich hellhörig geworden. Dann haben wir das alles ausgemacht, wo steht ihr, wo könnte man den angucken, und sagte bei dem und dem. Müsst ihr halt mal anrufen. Ich war dann schon recht euphorisch, habe mich gefreut, habe mir gedacht, na, da guckst mal. Und tatsächlich, da stand noch ein KA15 im ja, Vorgarten, könnte ich sagen, oder besser gesagt hinterm Haus eigentlich, im Garten drin. Nicht mehr im besten Zustand. Ich sage ja, der ein oder andere kennt es ja wahrscheinlich nur aus den Videos. Wenn nicht, ich kann hier mal kurz Bilder einblenden. Einmal vom K15, wie er aussah. Und ich kann Bilder einblenden vom KA15, wie ich ihn gekriegt habe. Ja, das waren die Schlepper, so haben sie ausgeschaut, alle zwei. Und ich habe ja, wie gesagt, jetzt dann aus zwei wieder einen gemacht. Erstmal zerlegt, beim KA15 ging es los, Anlasser hat nicht funktioniert. Okay, denkst du, Anlasser kann sein, kaputt. Also heim das Ding, habe mir gekauft, Anlasser ausgebaut, Anlasser vom K15 genommen, eingebaut, probiert, springt nicht an. Mist. Also, weiter zerlegt. Da haben wir einen Probelauf gemacht, haben den noch mit dem IHC angeschleppt dann, weil der Anlasser es nicht so recht gepackt gehabt hat. Da haben wir den mit dem IHC angeschleppt, da hast du schon gehört, wo der Schaden liegt. Lagerschaden drauf. Schöner Mist, habe ich gedacht. Na gut, dann wie gesagt zerlegt. Haube runter, Motorrunde und. Wir haben das Ding ja komplett zerlegt, bis auf die letzte Schraube. Und dann alles gemacht, stückchenweise. Über 6 Monate den ganzen Hobel da restauriert und alles gemacht, Teile getauscht und immer wenn du gedacht hast, jetzt bist du fertig, kam das nächste. Das letzte, was jetzt war der Kühler. Ich meine, der ist immer noch undicht, klar. Er hält jetzt im Moment durch Kühler dicht. Aber eine Dauerlösung ist das natürlich nicht, da muss noch ein anderer her. Ich hoffe ja, dass das jetzt dann irgendwann nochmal klappt.
Auf alle Fälle immer wieder Rückschläge, immer wieder vorwärts, immer wieder Rückschläge. Und irgendwann ist es dann doch was geworden. Und wie gesagt, man hat näher hier jetzt stehen. Er steht, er läuft, er fährt, er hupt. Ich werde nämlich immer wieder gefragt nach Hupentest. Also machen wir doch mal einen Hupentest. Schlüssel rein und wo ist er denn? Da ist er. Hupentest. Ja, geht. Die Elektrik ist komplett neu gemacht worden und. Ich habe mir über die Kramer alles schaffe, Freunde, beim Herrn Fritz Egle die Original-Ersatzteillisten organisiert. Ich sage auf diesem Wege nochmal vielen Dank an ihn. Ein super Service, war mal früher Mitarbeiter bei Kramer, ist ja auch relativ bekannt in der Szene und der hat, wie gesagt, noch gute Kontakte, kommt noch an alles ran und der hat mir eben, wie gesagt, die Anleitungen organisiert und die habe ich ja hier. Ich habe zum Beispiel gekriegt die Originalbedienungsanleitung vom Kramer KA15. Da steht halt dann, das ist wie so eine Kurzanleitung, steht drin, wie du mit dem Ding umgehst, was du zu machen hast, was du für verschiedene Gänge hast. Ich meine hier jetzt Schalten des Kriechgangs, den habe ich nicht. Ich habe keinen Kriechgang verbaut bei mir. Gab es aber auch. Hier dann zum Beispiel das Schaltschema, was oben auf dem Schaltknauf normalerweise auch drauf steht. Rückwärtsgang liegt bei dem Schlepper links unten, also auf einen zu. Der erste Gang links oben. Ist quasi genau spiegelverkehrt, die zwei Gänge da, wie beim KL300. Der hat dann den Rückwärts oben und den ersten Gang unten, beziehungsweise den ersten Gang auf einen zu. Da steht halt drin, wie man die Gänge schaltet, abwärts schalten und. Schön beschrieben zum Beispiel. Beim Heruntergehen aus einem schnellen in einen langsamen Gang verfährt man folgendermaßen. Bei ausgetretener Kupplung mit ganz gelindem Druck des Schalthebels die Zahnräder des gewählten Ganges so lange in schwache Berührung halten, bis sie infolge der sinkenden Fahrgeschwindigkeit gleich schnell laufen und sich ohne Stoß ineinander schieben lassen. Die arbeiten jetzt dann nicht mit Zwischengas und mit Doppelkuppeln, sondern die arbeiten quasi mit Gefühl. Funktioniert auch. Funktioniert soweit, wie es die Leute, die drauf sitzen können. Ich meine, Knallköpfe gibt es immer. Hier, der hat auch ein paar Zahnräder angenagt. Das ist halt, wenn man runterschaltet und knallt den Gang dann einfach rein. Das kracht halt mal gescheit, ne? Das sollte man natürlich nicht machen. Ich bin nicht unschuldig. Ich habe das auch schon geschafft, egal bei welchem Schlepper. Außer IHC, der ist synchronisiert. Aber wenn ich jetzt den KL300, den Allgäuer oder den hier anschaue, auch da passiert es mir ganz, ganz selten, aber es passiert mal, dass einfach ein Gang kratzt. Ganz vermeiden kannst du es nie. Man gibt sich immer Mühe, aber es passiert selbst mir. Ja, Anhalten des Schleppers und. Wie gesagt, das ist halt eine Kurzanleitung dazu. Nichts Besonderes. Reinigungsintervalle. Dann auch, was der Schlepper an Öl braucht zum Beispiel. Der Motor 3 Liter, Schaltgetriebe 2,5 Liter und Hinterachsgehäuse 6 Liter. Der Luftfilter, alle 8 Tage reinigen. Das ist hier in dem Fall relativ. Das ist bei viel Einsatz. Die Bereifung, bla bla bla, was du halt alles einstellen kannst. Zapfwelle und. Hier hinten dann auch der Schmierplan. Eventuell für den einen oder anderen interessant. Täglich Ölmessstab kontrollieren. Oder Motoreinfüllschraube. Bei Bedarf dann nachfüllen. Den Messerkopf bzw. den Messerbalken, der jetzt leider nicht montiert ist hier. Der fehlt ja aktuell noch, kommt aber wieder hin. Da habe ich mir einen gekauft, der liegt da oben in meiner alten Garage. Der muss bloß noch zusammengerichtet werden und dann kommt er an den Schlepper. Den musst du dann zum Beispiel immer mal ölen bzw. fetten. Ja, hier einfach mal so zum drüber gucken, wen es interessiert. Dann hier, Ersatzteilliste. Ganz was Schönes. Da kannst du einfach mal durchblättern, wenn du irgendwelche Teile suchst oder was. Ich meine, klar, neu gibt es nimmer. Du kannst gucken, aber du kannst mit Ersatzteilnummern zum Beispiel noch bei gewissen Leuten anfragen. Die haben manchmal noch was. Manchmal stehen Maße dabei, die nicht verkehrt sind. Lenkgetriebe zum Beispiel.
Die Haube der Kühle und. Hier mal der Schlepper von hinten. Das wäre jetzt die Variante mit starrer Aggerschiene, mit fester Aggerschiene. Ich habe ja den Schlepper mit Hydraulik. Da wäre jetzt zum Beispiel die Batterie. Die Rücklichter. Kurbelwelle. Hoppala. Einfach hier grob überfliegen. Da hast du dann alle Teile vom Motor, die Lage und, was du nur so brauchst. Ist ganz schön gemacht. Du kannst alles nachgucken. Hat uns auch geholfen beim Restaurieren, wenn du irgendwelche Teile oder was gebraucht hast. Dann kannst du das hier drin nachgucken. Das zum Beispiel ist noch was, das gehört noch ergänzt. Kotflügel sollten aber noch drauf. Da muss aber noch was kommen. Dann gab es verschiedene Sonderausführungen. Wir haben dann für den Schlepper zum Beispiel auch noch die Anleitung für einen hydraulischen Kraftheber. Auch die war dabei. Steht halt auch alles beschrieben, was er kann. Das ist eine doppelwirkende Hydraulik. Kann ich mal kurz demonstrieren. Doppelwirkend, warum? Ganz einfach. Ich habe meinen... Oh, ich habe die Lampe vergessen. Egal. Ich habe hier meinen Hebel für die Hydraulik. Drücke ich ihn nach hinten bis zu dieser Position. Hier ist dann wie so leichte Sperre drin. Merkt man. Dann senke ich die Hydraulik. Wenn ich mich jetzt draufstelle, wird sie runtergehen. Ziehe ich ihn ganz nach hinten. Raste da ein. Ist die Schwimmstellung. Das heißt, jetzt könnte ich die Hydraulik, wenn ich ein Anbaugerät habe, es kann pendeln. Eine Heuwende zum Beispiel. Fährst du über Unebenheit, sinkt die Hydraulik ab. Fährst du über einen kleinen Buckel oder was drüber, hebt da auch ein bisschen aus. Ist ein großer Vorteil. Der Heuwender überfliegt deine Fläche richtig schön. Der bleibt immer schön am Boden. Sagen wir es mal so. Und du hast nicht das Problem, dass er ständig dann aushebt und rein und aushebt. Und du musst nicht ständig nachregulieren. Der hält seine Position optimal. Ja, und dann hat sie natürlich noch die Möglichkeit, ich kann den Hebel auch nach ganz vorne tun, dann hebt er aus. Was der jetzt dann noch kann, weil ich gesagt habe, doppelwirkend, wenn ich den Hebel hier runterziehe, auf diese Position, wo er senkt, da drückt die Hydraulik. Ja, der hält sogar an der Position. Da drückt die Hydraulik, das heißt, die fällt nicht nur von alleine ab, sondern bei laufendem Motor drückt die Aggerschiene bzw. das Anbaugerät richtig in den Boden rein. Wenn du einen Flug dran hast, tipptopp. Womit Krame zum Beispiel hier geworben hat, du kannst, wenn du einen Klotz hinten unter die Aggerschiene, unter die Unterlenker legst und drückst die runter auf den Klotz drauf, dann hebt dein Bulldog hinten auf, dann kannst du deine Räder wechseln. Das funktioniert mit dem Schlepper. Soll man gar nicht meinen, aber das geht. Der hat so viel Kraft. Der stemmt den Hintern vom Schlepper hoch und schon kannst du hinten dran arbeiten. Ist eine richtig klasse Sache. Ich mag die doppelwirkende Hydraulik. Die macht richtig Spaß. Klar, am IHC habe ich was Moderneres mit der Sensorhydraulik und. Aber hier auf die alten Schlepper geht tipptopp. Ja, dann gibt es hier die Ersatzteilliste für die Hydraulik Baugruppe 1. Es gab ja drei verschiedene Baugruppen von Kramer. Baugruppe 1, Baugruppe 2, die habe ich beide, und Baugruppe 3, das waren dann die großen Schlepper, Allradschlepper zum Beispiel. Ja, das wäre jetzt dann quasi diese Aggerschiene, die Breite. Da hätte ich auch das Blech noch liegen, das brauche ich aber nicht, weil mir fehlen diese Eisendrähte, die habe ich jetzt nicht. Hätte ich ranschmeißen können, habe ich nicht dran gedacht, habe ich vergessen, ist egal, muss ich nicht zwingend haben. Die ganzen Hydraulikleitungen und, kennt man ja. Nichts weiter dabei. Hier dann, Bedienungsanleitung, passend zum Motor. Wie gesagt, ich habe verbaut den MWM KD12Z. Und auch für den hier die komplette Anleitung mit allem drum und dran, was dazugehört. Hier dann noch einmal ein schöner Schmierplan für die ganzen Kramerschleppe, für die alten Baugruppe 1 und 2. Sind sie alle schön beschrieben. Stehen auch dann die Motoren drauf. Der KA15 zum Beispiel hier im WM. KL200 wäre hier drauf vermerkt. Das ist der Deutz F2L712 und. Und da hast du halt jetzt, wie gesagt, bei meinem Motor dann auch die Ölmengen, Motor, was du für Öl einfüllen sollst, Sommer und Winter, Ölwechsel,
was am Wasser drin ist, was du für einen Filter drin hast und was für eine Batterie zum Beispiel drin wäre. Was dann noch richtig klasse ist, was ich wie gesagt auch geschickt gekriegt habe, das war der Versandschein von dem Schlepper. Das ist wie gesagt, das, wo du normal nicht mehr rankommst. Das ist bei Krame eben klasse, weil da ein ehemaliger Mitarbeiter noch die Möglichkeiten hat. Und der hat mir anhand von der Fahrgestellnummer von diesem Schlepper den originalen Versandschein zukommen lassen. Und das wäre der. Steht dann die Motornummer, Getriebenummer, ist ja alles drauf, die Bereifung, die originale mal drauf war, das Armeewerk hatte, dass er einen Mähantrieb hatte, Riemenscheibe seitlich, die gehört ja zum Mähantrieb dazu, ist ja die da. Die drehbare Anhängerkupplung, Fußgas. Fußgas war damals nicht zwingend, also nicht zwingend dabei. Oft einmal hatten die Schlepper bloß Handgas. Fußgas wurde oft einmal nachgerüstet. Der hatte es auf Bestellung direkt ab Werk. Ja, auf alle Fälle habe ich da diesen Originalschein dazu. Und was ich jetzt zum Beispiel noch zeigen kann: Dieser Schlepper wurde versandt über die Firma Dennhöfe in Nürnberg. Der wurde ausgeliefert am 17.01.1956 durch die Firma LKW Kempf. Wie gesagt, Werksgeneralvertreter, die Firma Dennhöfe in Nürnberg, Händler Schrüfer in Bayreuth. Und der Kfz-Brief. Unten drunter den Namen, an wen er ausgeliefert worden ist, zeige ich jetzt nicht. Wie gesagt, das waren wir mal TÜV-Prüfer. Der Name ist noch aktuell. Bloß der Vorname stimmt nicht mehr, das war sein Vater. Ich habe den damals jetzt dann, wie gesagt, gekriegt. Ich habe die Unterlagen dazu gekriegt und ich bin richtig begeistert. Ich bin gespannt, wenn mein TÜV-Prüfer kommt, was der da dazu sagt, wenn ich den Originalversandschein habe. Und wenn er dann unten drunter den Namen von seinem Vater liest, weil an die Unterlagen kommst du normal nicht mehr nach, hat er gedacht, die sind eh schon lang verloren. Und ich habe es aber wieder gekriegt, zwar als Kopie, nicht original, aber trotzdem, es ist einfach genial. Ja, und über einen Bekannten habe ich dann, der hat auch ein KA15, habe ich mir dann noch eine Briefkopie organisiert. Die lege ich mir dann auch noch bei, wenn es soweit ist. Und dann ist die Sache gut. Und dann schauen wir, dass wir den noch zugelassen kriegen. Ich denke, das wird jetzt Februar werden. Im Januar schaffe ich es leider nicht mehr. Ist aber eh nicht so schlimm. Jetzt auf der Straße rumzufahren ist eigentlich eh nicht so gesund. Man hat es Haufen Salz. Und wenn es nicht sein muss, lässt man es bleiben. Und wie gesagt, für die Arbeit, wo ich ihn eigentlich gebraucht habe, tut das auch ohne Zulassung. Ja, eigentlich würde ich jetzt eine kleine Testfahrt machen. Würde euch noch zeigen, wie er fährt, wie er läuft. Wir machen es aber nicht, weil wir haben ein bisschen einen Wintereinbruch. Ist jetzt nicht so schön. Wenn ich jetzt mit dem Schlepper fahre, mir macht es zwar nichts, dem Schlepper macht es auch nichts, aber ihr seht auf der Kamera nicht viel, weil das ist ein recht feuchter Schnee. Der wird sofort zu Wasser dann wieder unten. Also wenn ich jetzt die Hand hier raushalte oder den Arm hier raushalte, der fällt drauf und bevor die Kamera dann gleich versaut ist und man sieht nichts mehr, da habt ihr auch nichts davon. Ist ja Quatsch. Was wir aber machen können und was ich euch auf alle Fälle gönne, das ist einmal den Sound von dem Schlepper. Anlassen kann ich nicht auf alle Fälle. Und wie gehe ich dazu vor? Das zeige ich euch. Also, die Einspritzpumpe sitzt hier vorne. Das ist die. Und das ist dieser Dekompressions- bzw. Einspritzhebel. Ich ziehe diesen Knopf ein bisschen raus und dann kann ich den betätigen. Und dann hört man schon die Einspritzdüsen, wie sie knarren. Das heißt, der spritzt dabei ein. Dann, nächster Schritt. Handgas. Man muss bei diesem Schlepper zum Anlassen Vollgas geben. Das klingt bescheuert, ist aber leider so. Das hängt mit der Einspritzpumpe vorne zusammen, fragt mich nicht wie genau. Der startet aber nur mit Vollgas, weil er dann die Einspritzmenge kriegt. Und dann kannst du aber, wenn der mal läuft, kannst du mit dem Gas wieder runter, gar kein Thema. Du fährst ja jetzt mit Vollgas hier gleich hoch. Aber so wird der gestartet. Dann der nächste Schritt. Gucken natürlich, dass der Gang draußen ist, den möchte man nicht. Zündung habe ich schon drin. Und dann kann ich hierher gehen. Ziehe meinen Glühanlassschalter, dann kann man hier drüben den Salzstreuer angucken, den Glühüberwacher, wird umgangssprachlich oft einmal Salzstreuer genannt, wegen der Optik.
Der glüht jetzt hoch. Und dann. Kann man ja anlassen. Ich sag, der glüht jetzt gescheit vor. Also die Glühkerzen passen nicht genau. Das sind ja die richtigen, schön eigentlich zwei Vero des Typs 294 rein. Habe ich aber leider nicht. Das sind noch ein wenig andere, die passen nicht 100 Pro. Deswegen läuft der nur auf einem Zylinder sauber an. Die Einspritzmenge passt wohl auch noch nicht ganz, hat man von der Gemeinde gehört, noch ein bisschen eingestellt. Das ist tatsächlich so. Wenn man weiß, wie man er anlässt, mit ein kleines bisschen vorglühen, dann kommt er aber und dann läuft er auf. Jetzt war er wieder eine ganze Zeit lang standen, dann tut er sich auch ein wenig härter. Aber er startet und das Standverhalten ist so eigentlich schon deutlich besser als beim K15, weil der hat ja nur geradelt, der ist ja gar nicht gekommen, der packt ja gleich an. Da ist es bloß gesagt vom Zünden her, das packt er einfach nicht. Ich bin ja
ja jetzt die letzten paar Videos schon oft nochmal mit dem unterwegs gewesen, habt ihr ja gesehen. Und da seht ihr auf alle Fälle aber noch was. Ich muss sagen, es ist ein richtig klasse Schlepper. Warnblinkanlage, nachgerüstet. Standlichter. Und natürlich mal Abblendlicht. Ja, gerade bei den alten Brechhaube oft auch mal gewesen. Das Abblendlicht bzw. die Scheinwerfer sitzen unter der Haube. In die Videos habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Mein Gott, da siehst du doch gar nichts. Aber man würde sich wundern, du hast erstaunlich gute Sicht. Es funktioniert tatsächlich hervorragend. Der Lichtsegel ist ausreichend, macht genug Licht. Ja, und nachgerüstet habe ich dann hinten noch den Arbeitsscheinwerfer hier zu sehen. Damit man auch mal was sieht, wenn man mit dem Schlepper in der Scheune was arbeitet oder irgendwas dergleichen. Los, gehen auf rein. Hier noch einmal der Sound. Schon ist es wieder still. Ja, ich hoffe, man hat jetzt im Video ein bisschen was von mir verstanden. Ist natürlich unheimlich laut. Vielleicht keine so gute Idee, aber es denke ich, müsste schon irgendwie funktioniert haben. Ja, weil ich schon gefragt worden bin, ob ich ihn nicht mit dem Handgas ausmache. Nein, das funktioniert nicht. So weit kriegst du den gar nicht runter mit dem Handgas, als dass der ausgängert. Du musst normalerweise absteigen, musst vorne den Hebel runter drücken. Beim K15 habe ich damals immer Unart gehabt. Das hat man sich angewöhnt, ist eigentlich nicht die elegante Lösung und das sollte man eigentlich nicht machen. Wir haben den fünften Gang eingelegt, die Handbremse angezogen, auf die Bremse draufgestellt und die Kupplung langsam kommen lassen, dann hat es noch abgeweicht. Macht man natürlich nicht, geht auf die Kupplung, ist nicht gesund, ganz klar. Wird bei dem hier auch nicht gemacht, selbstverständlich nicht. Das haben wir als Kinder, da waren wir halt ein bisschen lauffaul, da ist man nicht nach vorne gegangen, da hat man es halt immer so schnell einmal abgestellt. Okay. Irgendwann weiß man es. Gut, so viel zu diesem Schlepper. Ja, wie gesagt, ich hätte jetzt gerne eine Fahrt gemacht, aber bei Schnee macht es nicht viel Sinn. Das holen wir nach. Spätestens, wenn die Zulassung drauf ist, dann machen wir mal eine richtige Tour mit dem Schlepper. Dann hängen wir mal den Zweiachser hinten ran. Ich hätte ja immer noch bei einer Bekannten Heu zu holen, was ich geschenkt gekriegt habe. Das müsste ich ja bloß bei Gelegenheit holen. Da könnte ich eigentlich meinen Steib dahinter hängen und könnte sie dann nochmal mit dem Schlepper besuchen. Die wird sich bestimmt auch freuen, wenn es noch einen Kram mehr gibt. Die fährt ja den 350 Export, den ich ja mal in den Videos gezeigt hatte. Ja, und wie gesagt, sonst gibt es nicht mehr zu sagen. Ist ein kleiner, einfacher Schlepper. War früher der 56 gebaut, das war die Zeit des Schlepperbooms. Da sind die Betriebe motorisiert worden. War relativ günstiger Schlepper.
Muss damals neu gekostet haben, irgendwas zwischen 4.500 Mark und 5.000. Die waren, ich sag mal, für die Zeit relativ günstig mit. Waren jetzt nicht die teuren Maschinen. Gab es ja dann, wie gesagt, mit dieser Sonderausstattung Mähwerk und Lenkbremse und Hydraulik und die breite Aggerschiene und. Ich hatte original eigentlich nur die schmale, die breite, wie gesagt, vom Karl 300, die passt auch. Ist zwar eigentlich von Baugruppe 2, passt aber auf der Baugruppe 1 natürlich genauso. Ist Cut 1 ganz normal, die Aufnahme unten dran. Einmal die Breite und einmal die Kugeln. Also was will man mehr? Die Kugeln sind ja hier beim Cut 1 in die Unterlenke eingelassen. Die sind ja im Übrigen auch nagelneu. Die alten waren so ausgeklappert, da haben sie dann schon Beilegscheiben draufgeschweißt, dass die Kugeln nicht rausfallen. Ja, wie gesagt, das waren die Basteleien, die es halt früher gegeben hat. Aber ich sage, ich bin begeistert von dem Schlepper. Ich finde eine klasse, macht Spaß damit zu arbeiten, macht Spaß damit zu fahren. Ich habe mir das wieder quasi geholt, was ich gehabt habe. Vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Ja, was an dem jetzt, wie gesagt, noch gemacht gehört, das ist der Kühler. Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Da kriege ich dann hoffentlich irgendwann noch einen. Und was noch gemacht gehört, ganz klar, die Batterieabdeckung. Das ist jetzt so eine Notlösung. Die Batterie rutscht nicht mehr, die hält. Aber Dauerzustand ist es nicht, weil es gefällt mir optisch ehrlich gesagt auch nicht. Aber da kommt noch was, wenn ich die Zeit dazu habe und die Lust dazu habe. Im Moment geht es nicht, da habe ich genug anders zu tun. Aber das wird noch verbessert, das wird noch geändert. Gut, das war's dann mit der Schleppervorstellung. Wahrscheinlich schon wieder viel zu viel gelabert, viel zu viel gerettet. Ihr wollt, glaube ich, immer ein wenig mehr Action sehen, ein wenig mehr Fahrt oder sowas. Geht halt, wie gesagt, jetzt leider nicht, weil das macht keinen Sinn, wenn die Aufnahmen dann verwaschen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das holen wir, wie gesagt, auch noch nach. Das ist der KA15, beziehungsweise mein K-KA15, müsste man eigentlich korrekterweise sagen, weil der ist aus 2-1. Ich bin begeistert davon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid genauso begeistert. Weil ich öfters auch mal gefragt werde, ob ich nicht die Zierleisten hier auch noch silber mache, wie es original eigentlich immer zu sehen ist. Da sage ich es hier jetzt nochmal ganz klipp und klar. Nein, das mache ich nicht. Warum? Ich habe noch die Originalhaube von meinem K15 liegen. Und die zeige ich euch jetzt hier nochmal an dieser Stelle. Es wird immer wieder behauptet, die sind alle, diese Blechhaube, mit verzierten Leisten ausgeliefert worden. Stimmt nicht. Ich habe die Originalhaube vom K15 hier noch stehen. Das ist diese hier. Und man sieht auch an dieser hier kein Silber. Und nein, diese Haube wurde nie überlackiert. Das ist der allererste Lack von 1955. Das ist originale Patina. Hier blättert er ab, unten drunter Rost. Wenn du ein bisschen schleifen tust, hast du gleich die Grundierung. Da ist nie nachlackiert worden. Und der ist eben nur in grün ausgeliefert worden. Und genauso bleibt er auch bei mir. Das ist, die Schlepper sind früher produziert worden. Und wenn sie Lieferengpässe hatten, wenn die Nachfrage größer war als das, was sie produzieren konnten, dann haben die Dinger auch rausgeschickt, wenn die noch nicht verziert waren. Ist immer die Frage, hilft mir die Verzierung bei der Arbeit? Hilft mir die Verzierung, wenn ich draußen ackern will, wenn ich draußen grubbern will, wenn ich Heu wenden will? Nö, die ist nur fürs Auge. Und so war es halt damals auch. Die Schlepper sind ausgeliefert worden, die mussten arbeiten. Die Bauern haben danach gefragt, die Bauern wollten es haben. Und so ist es dann gekommen, Reilly, dass eben grüne Schlepper auch ausgeliefert wurden. Und genau aus diesem Grund habe ich die Haube hier komplett grün gelassen. Keine silbernen Akzente, kein silbernes Gitter. Das einzige, was hier silber ist, ist das Emblem vorne drauf und die beiden Schrauben, die die Haube halten. Aber mehr Silber kommt da nicht dran. Mein Vater schimpft ja immer. Ich schätze, mein TÜV-Prüfer wird dann auch maulen. Aber original waren die grün. An diesem Schlepper und am K15. Ist so. Gut, in diesem Sinne, ich sage jetzt vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für die über 4000 Abonnenten. Vielen Dank für eure netten Kommentare immer unten drunter, dass ihr immer so fleißig zuschaut. Ich freue mich immer wieder und ich sage jetzt Servus bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns wieder.